So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Daumen dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Infect auf der einen Seite gegen Ruck Beanstalks auf der anderen. Infect lebt noch? Infect lebt noch, tatsächlich, ja. Somehow. Ja, also es ist tatsächlich aktuell gar nicht mal so schlecht, weil es spielt halt keiner mehr irgendwelche hier Plague Engineers oder ähnliches. Ja, stimmt. Schwarz ist relativ out. Also außer Bowmaster. Genau, Bowmaster ist ein bisschen ärgerlich, aber Bowmaster ist halt ein 1-zu-1-Trade. Das ist okay. Und oftmals kannst du ja mit deinem Kreatur angreifen, der geht mit dem Bowmaster und du gewinnst eine Response. Ja, das stimmt. Deswegen, also es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Hm. Genau, auf der anderen Seite Ruck hier tatsächlich mit sehr viel Spice mit Beanstalks. Spice inwiefern? Soweit ich weiß, das werden wir gleich auch noch sehen, ist da Fireblast, nicht Fireblast, hier, wo du vier Schaden auf X Target schießen kannst. Aufgeteilt. Ach so, der Fury in Spontanzauber. Ja. Im Mainboard. Okay, ja, okay, Beanstalks, ne? Genau. Der kostet ja 5 Mana. 6, glaube ich. 6, ja. Da ist ein Glitzer-Elf. Ich glaube, das ist ein Daze auf der Hand. Das bringt halt nicht so viel. Und da kommt ein Surveyland. Selbst in ja, Surveylander sind einfach tatsächlich ein riesen Fan-Favorite geworden. Das ist echt übel. Ich war auch schon die ganze Zeit überlegen, ob ich mir einfach so ein Set hole, wo von jedem eins habe. Ja, okay. Die sind halt auch eigentlich irgendwie immer Goodies, ne? Ja. Irgendwie kannst du immer bauen. Da ist er. Da ist er. Und da wird ein... Pyrokinesis? Ja, Pyrokinesis. Und da wird der Commander aus dem aktuellen Thunder Junction rot-blauen Storm-Deck gepitcht. Bitte was? Der kriegt, glaube ich, minus 2 Mana-Kosten für jede unterschiedliche Mana-Kosten im Friedhof von dir, von Zaubern. Okay. Und immer wenn du den zweiten Spell castest in einer Runde, ja, oder Instant Source, ich bin mir gerade nicht sicher, aber es kann auch Spell sein, kriegst du einen 4-4 Drachen mit Stuff. Ach du Kacke. Ja. Oh Gott. Ja. Yep. Großartig. Und ja, das passiert halt mal. Da so Stuff, das willst du nicht sehen. Ja. Das war End of Turns, wurde dann geforst, dann kommt Ponda. Ich glaube, da ist auch Fire and Ice drin. Oh Gott, ey, was ein Haufen. Naja, ist halt im Friedhof 4 Mana-Kosten. Und damit unterschiedliche Mana-Kosten. Ja, okay, stimmt. Und 4 kriegst du sonst nicht. Du hast 1 auf jeden Fall, 2 hast du, 3 je nachdem mit Force of Negation. Ja. 5 hast du. 5. 6 mit Pyrokinese. 8 mit. Nee. 7 mit Murky. Ich gilt, glaube ich, nur für Instant Sorceress. Ach, stimmt. Das ist zweimal günstiger. Deswegen. Da muss schon ein bisschen was bei rumkommen. Der Ding wurde Ding. Das oh, Wasteland. Pew pew. Auf das Grün. Ja, der muss, glaube ich, mittlerweile sogar angreifen. Ja, sieht auf jeden Fall so aus vom Schaden her. Jupp, dort sieht so aus. Und dann ist die Frage: Bist du tot oder bist du nicht tot? Könnte jetzt tot sein. Angriff Trigger. Okay, 2. Nur 2 Damage. Zweimal. Auf der Hand ist ein Force, ein Blight, ich glaube ein Land. Ja, Beat für 3, erst hauen, dann bauen. Ja, klar. Dann Pondo, da sieht einer keine Länder. Mhm. Surveil. Was ist da noch? Ein Wasteland? Das wäre natürlich bitter. Oder ein Duel. Auf jeden Fall ist ganz hinten ein Duel. Ich sehe zumindest einen weißen Rand. Aber ich glaube, davor ist jetzt ein Wasteland. Das könnte natürlich sein. Oh, das wäre sweet. Ja. Wasteland auf das letzte Land mit dem Dual Follow-Up. Dann hat er kein Grün mehr für Invigorate, also kein Forest mehr für Invigorate. Das ist halt wie alles ein Fire and Ice. Ah, das ist aber schwierig. Ja. Da ist auf jeden Fall noch ein. Oh, yes. Noch mehr Boys. Da kommt noch eine Pyrokinese. Dass einen Fire pitcht. Ja. Trigger. Da ist noch Force. Ein Force. Da kommt ein Force of Negation, weil es jeden Zug ist, funktioniert. Double Trigger auf dem Dings. Einmal ein Ghoul.
Was kann denn da jetzt kommen? Och, das ist dieser Legolas-Spell, ne? Der dem Hexproof gibt. Enttappt, schießt einer anderen Kreatur, glaube ich, Schaden und gibt Hexproof. Genau. Dann geht das, dann ist ein Trigger vom Surveil-Trigger. Surveil 1. Und weg damit. Echt ein Land weggeworfen? Boah, spannend. Dann Surveil 1. Das ist ein Wasteland. Oh. Das ist tatsächlich ein Wasteland. Ja, ein Wasteland kann ich jetzt halt nach vorne bringen. Du musst aber noch dort Vieh wegkriegen, ne? Oh, sogar Plus 1. Wir müssten ja sogar dann... Ja, 2, dann ihm. Dann Beat, dann... Ja. Ja, die Karte ist nicht so einfach tatsächlich. Das heißt aber, der hätte auf jeden Fall noch den ah ne, war vor Combat wahrscheinlich. Ja. Genau, und er darf noch einen Schaden schießen. Der Schaden schießen ist halt hier ein Ding. -1/-1 auf den, ja. Ja. Was halt ganz gut ist. Und dann 3 Damage. Das ist gut. Das heißt, sobald der Dings die Länder verliert, ist halt um, genau. Ist der Duet. Brainstorm Trigger. Boah. Er hat keine Handkarten mehr. Worüber wird diskutiert? Weiß ich nicht. Immer noch über den Spell? Ich hab keine Ahnung. Jetzt wird die Marke wieder runtergenommen. Draufgenommen, runtergenommen. Ich bin verwirrt. Normalerweise müsst ihr doch die Marke haben. Ja. Also eine oder zwei, ist jetzt die Frage. Ich hab keine Ahnung. Wenn der nur einen Schaden pinkt oder wenn der Schaden über der Stärke pinkt. Ja, ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber eigentlich müsste da auf jeden Fall was passieren. Wasteland, dich. Angriff. Geht für 3, geht auf 8. Dann ist jetzt halt die Frage. Da geht's auf 4. Das ist jetzt eine 6-Turn-Clock. Das ist nicht so geil. Nee. Aber braucht halt nur Land und Vigoraid. Da bist du halt schon wieder fast durch, wa? Das ist halt das Sicke daran. Der hat doch aber nur noch 2 Runden, ne? Das ist das Problem. Da ist ein Vigoraid. Er muss einfach nur ein Land finden. Ein einziges Land. Da ist ein Forfeerlingbus. Nicht Forfeerling, das ist ein... Lorien the Wild. Und die holt einen Drop. Drop. Das heißt, da ist Ruck confirmed. Ja. Wofür die Drop? Beanstalks. Ja, Beanstalks. Er hat halt ein Land und er ist halt tot. Da ist auch kein Force, Land und er ist tot. Ja. Land und... Nope. Nee. Kein Land. Ja. Alter, schade. Echt so. 1-0 für Infect. An dieser Stelle, kurz mal Werbung eingeschätzt. Für Ruck, ja. Kurz Werbung eingeschätzt für meine Patrons. Aktuell schlägt Leben wieder bei vielen hart zu. Deswegen sind ja auch ein paar von abgewandert. Aber auch ein paar neue dabei bekommen. Vielen, vielen Dank an euch und vielen Dank, dass ihr mich unterstützt. Wenn ihr mich vielleicht auch unterstützen wollt, schaut doch mal auf patreon.com/mtgblackside vorbei oder guckt bei YouTube Membership oder. Könnt ihr mal schauen, ab 3 Euro könnt ihr mich da unterstützen, dass ich diese coolen Videos weitermachen kann und da auch qualitativ vielleicht demnächst sogar noch was draufschicken kann. Jo, Runde 2 nach dieser wunderschönen Sieg der Yu-Gi-Oh!-Matte. Das ist eine Yu-Gi-Oh!-Matte? Ja, das ist eine Yu-Gi-Oh!-Matte. Vorne siehst du die 5 Kreaturenfelder, unten siehst du die Zauberfelder und die beiden Felder mit den Pfeilen, das sind Pendulumfelder, wo du Pendelkreaturen machen kannst, die dann in Pendelbeschwörung ernten. Vorne die beiden Felder, die du vorne siehst, bei der Hand zum Beispiel, sind für... Mir läuft gerade das Hirn aus dem Ohren, vor alle, die es nicht sehen können. Ja. Ach ja, großartig. Wasteland, go. Nice. Also, Ruck wird wahrscheinlich Removal geboardet haben. Mm. Auf jeden Fall. Also, wenn vorhanden. Wenn vorhanden und Infect. Blasts auch. Blasts. Blaue Blasts für Infect. Ja, irgendwas in der Richtung. Es gibt auch die Möglichkeit für sowas, den Gegner ziemlich hart zu nerven, indem man diese grüne Verzauberung spielt, die sagt, alle Kreaturen kriegen +1/+1. Da ist ein Blue Blast auf der Hand. 1, 2, 3 Punde.
Ach, die, ja, die ist doch jetzt durch die Decke gegangen im Preis, als ankam. Ist ne? das eine Savanne? Weiß nicht. Weil ich glaube, es war eine UG eigentlich, aber ich glaube, ich habe da eine Savanne gesehen. Oh, das so. Würde auf jeden Fall What's the Plowshares implementieren. Das wäre ein sehr, sehr guter Removal für, gegen Rucks sind. Ja, vor allen Dingen juckt dort Leben halt Infekt null. Nee, nee, gar nicht. Du gewinnst halt einfach anders. Spannend, spannend, spannend. Ponda, Ponda, also beide Ponda. Ponda ist ein guter Spell, habe ich gehört. Ponda ist ein super Spell, aber man muss halt auch Länder finden. Da Brainstorm, Land und? Irgendwas. Something, something. Something, something. Irgendwas, was man auf jeden Fall sehr offen haben will, weil der ganz oben hingelegt wurde, die Karte. Zieht man eine Karte. Days. Go. Days kann sein. Also Days ist meistens ziemlich gut, gerade wenn man halt da was machen kann. Ah, ist Days noch drin? Wenn die Gegner anfängt. I don't know. Ich hoffe nicht. Auf der anderen Seite ist es halt ein 2-Mana-Spell, der halt deinen Commander fuelt. Hä? Ich glaube, sonst hast du kein 2-Mana-Spell drin. Den Commander fuelt. Ne. Im Sideboard. Ja. Doch, klar. Nee, das sind ja. Doch, wenn Spell ist. Nee, ist, glaube ich, Instant or Sorcery. Instant or Sorcery. Ich höre ihn True. Ja, ansonsten wäre ich halt bei Beatstalks gewesen, aber da muss ja dann alles sein. Ja, vor allem muss es ja auch im Friedhof sein. Na, ist auch nicht gerade einfach. Stimmt, ja. Dementsprechend. Boah. Spannend. Das Deck macht dann sogar Sideboarden schwierig. Was ja. Ein Scheiß. Tatsächlich. Da ist auf jeden Fall ein M-Biggen. Wird. Biggen, ein grünes Mana, die Kreatur kriegt +1/+1 für jeden Kreaturentyp, den er hat. Und seitdem alle Infekter Phyrexianer geworden sind, gibt das dem Blighted Agent oder, genau, ich glaube, dem Blighted Agent +5/+5. What? Ja. Da ist übrigens dein Weiß. Ja, das ist Weiß. Ist Savannah. Der kriegt +5/+5. Der ist 11 ja. Phyrexian. 11 Phyrexian, Warrior, noch irgendwas. Stimmt, der hatte so schon drei, ja. Ja, oder kriegt der +2/+2 für jeden Typ? Ich weiß nicht, auf jeden Fall kriegen die eine Menge. Ja, also die haben auf jeden Fall dann 2 oder 3 Typen auf Straight Ahead. Ja. Das ist halt schon ordentlich. Ja. Ist vor allem super, super wichtig, dass das einfach so gut ist. Ja, also wie viel Stuff-Infekt bekommen hat, man hat es einfach nicht mitbekommen. Jeden Subtyp, Entschuldigung, du hast natürlich noch andere Subtypen da drauf. Supertyp, K-Typ und Subtyp. Genau. Und dann ist es zum Beispiel auch eine Creature. Ah, ja. Dann kriegt er für Creature schon mal +1/+1. Dann, wie gesagt, für K-Typ ist Creature, Supertyp ist nicht Creature, Supertyp wäre Legendary oder Snowcover. Und Subtyp sind eben sowas wie die Infektsachen. Phyrexian, irgendwas. Ja, da wird Lauren revealed, gerevealed. Creature, Phyrexian, Elf, Warrior. +4/+4 für einen Mann. So ist es richtig. Okay. Das ist halt insane. Da wird Hass aufs Board gelegt. Oh, aber sind die schon groß? Weiß ich nicht. Auch nicht, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Könnte ich auch nicht. Also, der Lauren revealed, das hat Sorcery. Dann hat man, glaube ich, ich glaube, es fehlt Creature. Creature Artifact halt irgendwie der letzte Type. Das ist, glaube ich, Instant Sorcery und Land. Wahrscheinlich. Ja. Spannend. Ach, hier ist immer wieder schön gegen das Stativ getreten worden. Ja. Nur ich will die Lebenspunkte gerade nicht so gut sehen. Ist aber, glaube ich, nicht so relevant. Das ist ein Breeding Pool. Hä? Ja, wahrscheinlich hatte der gute Mann mit seinen Budget-Spieler für Ryan Blackborder Duels, die übrigens echt sind, by the way, wahrscheinlich kein Geld mehr, um sich noch ein weiteres davon zu kaufen. Wow. Das ist schon echt hässlich. Ja. So, Brainstorm. Brainstorm findet. Brainstorm findet ein bisschen was. Ja, ist halt spannend, weil halt beide nicht so wirklich vorankommen, aber gleichzeitig auch beide halt wirklich eine harte Threat aufs Board legen. Int kann halt sehr schnell gehen. Aber das Ruck sieht bisher halt eher nach einem Delver-Deck aus. Ja, ja, davon sieht man jetzt von dem Ruck-Part, also von dem Beanstalks-Part sieht man bis jetzt gar nichts. Mm.
Das hat halt eben auch durch Delver Deck gewonnen. Ja. Okay, mir hat ein Beanstalks gesehen, das gebe ich dir. Ja, ja und halt Mainboard Pyrokinese. Jo. Da ist jetzt dann die Frage, ja, wahrscheinlich ein Shot Lightning Bolt, ne? Ja, wahrscheinlich. Da, du meinst ja, du die da? Pyrokinese, Pitch Pyrokinese, 2-2. Dann wird der jetzt embiggend. Darf er erstmal surveillen? Da würde ich auf jeden Fall versuchen zu embiggen. Pflasterstorm. Pflasterstorm ist natürlich richtig gut. Storm ist 2. Da macht der Vorsorgwill auf der Hand nämlich nichts. Ne, Storm ist 3 sogar. 3, ja. Dann haut man für 2. Dann haust du für 2. Das sieht nicht so aus, als wären die Dragon Rage Channel groß. Ja. Sonst hätte man geblockt. Immer diese Menschen in die Kamera treten. Sie hat euch nichts getan. Ponda, Trigger. Ich glaube, den Ponda hat man oben drauf gesehen. Wenn man jetzt halt irgendwie einen Creature findet, kann man halt wirklich aggressiv reingehen. Ist die Frage, ob man das möchte. Das ist ja das Wilde. Was ich auch so wild finde, was von Dragon Rage Channel halt super selten vorkommt, aber gerade in dieser Situation wichtig sein könnte, dass du ihn im Gegnerzug fliegend machen kannst. Ja, weil du eine fliegende Creature brauchst. Mhm. Weil, wer sie nicht erkennt, rechts unten ist ein Infektland, das halt aktiviert fliegend bekommt. Ja, und Infektland. Nicht Motorvolt. Blinkmotten Nexus. Inkmotten Nexus. Inkmotten, ja, genau. Und für die Leute, die Infekt übrigens nicht kennen, die die ganze Zeit drunter geschrieben haben, was ist Infekt? Infekt macht halt Poison-Schaden. Also in Form von Poison-Marken, so viele, wie sie Schaden machen würden. Und das sorgt dafür, dass wenn man 10 Poison-Marken hat, man das Spiel verloren hat. Da ist ein Doppel-Embiggen auf der Hand. Oh Junge. Oh Junge, das macht Spaß. Oh mein Gott, mit dem Inkmotten-Nexus, der ja noch Artefakt ist. Oh, Creature, Artefakt. Land. Phyrexian. Blinkmoth. Der kriegt plus 5 plus 5. Yo. Gut, dass der gewastet wurde. What? Ja. Oh Mann, das hätte ich gern gesehen. So, dann Final Countdown. Jetzt, wo beide angegriffen haben, ist, glaube ich, um, oder? Irgendwie. Ja. Double and Big plus Blast. Das ist halt die Frage, ob man Removal hat. Dann lass erstmal den. Ja, aber welches? Da wird jetzt doof geguckt. Ja, der macht jetzt 6 Damage. Oh, da ist ein Force auf der Hand. Aber ich glaube, das ist keine blaue Karte zum Pitchen auf der Hand. Das wäre schlecht. Yo. Doch. Pitch Murky. Ja. Dann hat man noch 2 Surveil Trigger. Das soll oben drauf bleiben. Okay. Ja, sieht man. Stimmt, man zieht noch die Karte, dann kommt das in Bing. Ja, ist halt spannend, dass du Surveil, Draw, Surveil machen kannst. Oh, fuck my life, ja. Das ist richtig gut. Er muss halt nur Trigger stacken können. Ja, ne? Genau. Ist da noch nicht mal so schwierig. Nee. Da kommt noch ein Wasteland für die Weißkörner. Dann muss man angreifen. Ja. Oder muss man angreifen? Nee, ja, schon nicht. Die klein, okay. Die sind klein. Ja. Da war mal eben ziemlich ballsy. Yo. Oh, da ist ein Blast. Mhm. Und ein Bing. Heißt, der ist 4, wenn der plus 4... ist das Leafy? Ja. Also wenn er angreift mit der Kreatur, ist es auf jeden Fall Lethal. Wenn er durchkommt. Ja, deswegen der rote Blast killt den Genau, jetzt... genau, blau meinst du. Blaue Blast, ne? Ja. Killt den Dings. Plus Daze. Der Daze ist, glaube ich, nicht so relevant. Der Daze ist komplett irrelevant. Trigger. Ja, dann wird er geblockt. Ja, dann blockst du den halt. Ja, dann ist das so. Ja, dann geht der in Friedhof. Da ist der andere halt active und muss nächste Runde halt, angreifen. Genau, man muss halt wirklich, wirklich vorsichtig, glaube ich, mit dem Deck sein. Weil das Deck ist sehr ressourcenhungrig.
und Creatures drin, man muss angreifen. Yep. Nice, das stimmt. War jetzt wahrscheinlich sein großes Problem. Das war gut. Brainstorm. Storm mal den Brain. Une, deux, trois. Einmal schön die Handkarten geschaffelt, damit er dann nicht weiß, was man hat. Das Daze ist halt nicht gut, das kommt auf jeden Fall weg. Das ist noch ein Brainstorm, glaube ich. Hm. Viele Karten. Ja, aber ich weiß nicht, ob was davon gut ist. Brainstorm Fetcher, man behält wirklich alles. Spannend. Hm. Sehr, sehr spannend. Dann haut. Ist Trigger. Das kein Daze? Dann geht man dafür. Doch, doch. Dann geht man dafür. Dann wird. Force of Negation Hardcast. Hat man zwei Days? Glaube nicht. Ich sehe zumindest keins. Okay, es wird auch weggelegt. Und sie kommt ins Exile, by the way. Ja. Jetzt kein Mana für Ding. Boah, ich wüsste nicht, ob ich hier nicht sogar versucht hätte, den rauszunehmen jetzt. Okay, man hat anscheinend noch genug Leben. Das sehen wir leider nicht. Und, danke, holen. Ja, dann gibt man Brainstorm. Finde das Fetchland. Fetchland ist schon mal gut. Noch ein Daze. Daze willst du nicht nochmal haben, glaube ich. Und es ist, glaube ich, Force Blue Card auf der Seite von Ruck Beanstalks. Das ist halt die Frage. Du machst halt jetzt gegen die Kreatur gerade gar nichts. Ja, das. Ja. Red Blast. Du hast immer noch Red Blast. Ja, eine Elf ist grün. So, ja, mit Ding. Das ja, mit Man also, wird hier echt langsam, ganz langsam gut geprügelt. Mit so zwei Schaden-Pings, ne? Es kommt da noch eine Kreatur. Glissnaf. Oder der. Der wird geforst. Spannend. Ja, weil du den Removal ziehen konntest und die zweite Threat nicht da hast. Mhm. Die wird draufgelassen und gedrawt. Dann würde ich für eins noch den Glitzer-Elfen spielen. Doch, doch, komm, Glitzer-Elf, was will er machen? Da ist ein Fire. Nein, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Man hätte es im Upkeep machen müssen. Der Glitzer-Elf hat bis zum Ende des Zuges +1/+1. Durch Edelmut. Oh nein. Man hätte das in seinem eigenen Zug machen müssen. Aber Fire schießt zwei Schaden. Ja, ja, aber so, dann hätte man beide Kreaturen targeten können. Stimmt. Und ja. Fuck. Da kam dann noch der Surveil. Surveil bleibt oben. Dann, Murky. Murky kann auch so gespielt werden, dass der Dias will den Beat, dann werden es nicht mehr viele Leben sein. Nee, glaube auch nicht. Der Murktal wird dann halt einfach immer kleiner geschrinkt. Ja, ja. Mit der Zeit. Boah, ist da viel im Friedhof. 5. Krass. Und Drawcard. Aber der Murktal ist dann halt einfach mal 8 Schaden. Dann Fetch. Wahrscheinlich Surveillance. Surveillance wäre hier, glaube ich, einfach sehr Premium, aber. Okay, man hat nichts mehr. Man wollte aber der Brainstorm loswerden. Okay. Ja. Ja, der Brainstorm ist halt wichtig gewesen, den loszuwerden. Stimmt, ja. Boah. So, dann Draw. Jetzt bin ich gespannt. Das ist Moth-Nexus. Moth-Nexus. Ja, er muss angreifen, er muss blocken, gehen zwei Marken runter. Und dann gibt man den und das Land. Das Land ist jetzt halt wichtig. Ja, das Land ist wichtig zum Blocken tatsächlich. Da ist noch. Da ist ein Pyrokinese. Oh nein, ich erinnere mich, ich stand daneben. Oh nein. Es waren, glaube ich, noch 6 Leben. Man hat jetzt Bein angegriffen, weil man nicht wusste, dass das Land fliegend hat. Fuck. Ja. Aber so kommen wir zumindest in den Genuss eines Game 3s wieder mit Lebenspunkten. Oh nein. Hau doch. Oh nein. Da, sowas passiert halt. Also, read the card, explains the card. Das zählt zumindest für alte Karten noch. Für neue ja nicht mehr. Aber zumindest für alte. Ja, stimmt, bei den neuen ist zu viel Gender ganz drauf. Jo.
Aber jetzt damit natürlich eine neue Chance für Infect. Good old Blink Moth Nexus. Yes. Gute Cutter. Ich bin sehr happy, dass die immer noch Play sieht, ehrlich gesagt. Das ist ein schönes Land. Das war auch mal teuer. Yo, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ich glaube, mittlerweile ist der Preis annehmbar. Ich glaube auch, tatsächlich. So, die Starts sind halt irgendwie immer gleich, ne? DRC und Mana Dude. Ja, es ist vor allem irgendwie DRC Mana Dudes oder beide Ponde. Es ist halt sehr ein sehr langsames Aufbauen tatsächlich. Von beiden Seiten her. Es ist beides nicht das explosive Deck. Aber sie versuchen sich halt langsam ins Spiel reinzukleimen und den Gegner immer mehr unter Druck zu setzen. Und das finde ich so spannend daran, weil beide Decks den sehr gleichen Gameplan fahren, ohne überhaupt irgendeine Art von Overlapping ihrer eigentlichen Karten haben. Also ja. Brainstorm, Ponder, Force. Das finde ich halt so interessant. Obwohl sie fast die, also bis auf den Splash, dieselben Farben spielen. Ja. So. Genau, da geht es. Days. Schon wieder doppelt DRC. Das ist halt auch lächerlich, ne? Zwei DRCs, da kannst du zwei Karten mit wegmillen. Damit werden die so schnell aktiviert, groß. Ja. Dann kam der Ponda, der Draw. Oh, Beanstalks. Early Beanstalks kann natürlich auch richtig vernichtend sein. Biet ein, den blockt man nicht. Dann Draw. Mittlerweile kann man auch wieder einen Würfel sehen. Zumindest einen. Und einen halben. Ja, man bewegt den dann immer weiter raus, tatsächlich. Was man dann. Niederland. Ja? Wieder Infektland. Jo. Und ein Infektdude. Oh. Das kann sehr schnell jetzt werden. Vor allem, wenn man jetzt mit Beanstalks arbeitet, ist halt schwierig. Genau, da gibt man jetzt Land Cycling, holt sich wahrscheinlich ein rotes Land, spielt das rote Land und dann Beanstalks für den Card Draw. Und dann hofft man, dass man diese Runde irgendwie überlebt und geht dann weiter. Jupp. Ja, okay, der wird diese Runde wahrscheinlich mit dem Land angreifen, weil es fliegt und die Dudes wahrscheinlich nicht fliegen. Ja, Beanstalk, Trigger, ach, Trigger. Ja, die triggern ja auch wieder. Also es kann auch sein, dass die beide fliegen und jetzt für 6 ins Gesicht ballern. Yo. Instant Sorcery Land, Instant Sorcery Land Verzauber. Das sind dicke Dudes. DSCs. Prügelt einen Hund auf 12. Jo. Das heißt, jetzt sind noch 3 Runden. Jo. Also 2, um ehrlich zu sein. Jo. Dann End of Turn Brainstorm. Das sind immer die schlechten Brainstorms. Das sind Swords. Da ist eine weiße Quelle. Und da ist ein Pendlehaven. Och, jo, die Tech gibt's ja auch noch. Wie war das nochmal? Trigger von Dings auf dem Stack, Edelmut auf dem Stack, machst den +1/+1 noch? Genau, +1/+2, ne? +1/+2, genau, was den halt sehr, sehr, sehr dick macht. Dann gibt man noch den raussuchen, den Surveillant raussuchen. Du bist halt bei Infect immer so ein bisschen on the edge, ne? Ja. Da kann dich jede Runde eigentlich bumsen. Ja. Ja, und vor allem, weil du halt die Leute, also wir haben jahrelang dagegen gespielt, aber jetzt gerade neuere Spieler, die jetzt eingestiegen sind, haben das vielleicht gar nicht so am Schirm, was Infect alles genau tut. Ja. Und es hat ja auch so ein paar Nischenkarten, die halt keiner kennt sonst. Ja, wie Pendlehaven, wie Invigorate. Nexus, Embiggen. Ja. Berserk. Das ist halt. Ja. Vor allen Dingen, du kannst ja Berserk auch als Removal spielen. Ja. Trigger und darauf dann den Dude. Dann geht's einfach mal hoch auf 2, 3 Marken. Falscher Würfel! Falscher Würfel! Irgendwann werde ich meine Was Leute erziehen. Was machen sie eigentlich richtig? Irgendwann werde ich Leute erziehen, um Kamera wieder spielen zu dürfen. Aber das kann man jetzt halt so ein paar Runden machen, gerade auch mit dem fliegenden Land. Ja. Und da ist ein Embiggen auf der Hand, wa?
Das heißt, du kannst dann auch mal so für. Nee, so eine Liefe. Stimmt, das Land, Ingmar Next, das haut ja richtig rein. Jo, Ingmar Next, das ist Liefe. Das heißt, im Endeffekt geht es nur noch darum, diese Runde irgendwie zu überleben und nicht alles komplette Board zu verlieren. Spannend. Wirklich spannend. Jo. Echt. Also es ist halt einfach ein spannendes Spiel, weil die beiden Decks halt sehr, sehr slow start sind und dann im Mid, also das sind halt diese good old Midrange Decks gefühlt, die sich halt in der Mitte des Spiels halt prügeln. Das ist kein grindy Match, es ist kein fast erste Runde Grief Reanimate, keine Ahnung was für Match. Yep. Das ist ein good old, also jetzt fehlt nur noch ein Junt-Spieler daneben oder so. Da kommt Brainstorm, Trigger. Ich meine, das ist auch nicht so fair, was da gerade passiert, ja, sind wir ehrlich. Mit erstmal zwei angucken, surveillen und dann nochmal brainstormen dürfen. Es ist nicht fair. Aber das schmeckt. Ja. Es ist halt ein geiles Grindfest. Ich finde nur witzig, wie der Splash von Weiß Infect verändert. Weil sonst hast du ja Infect-Listen gehabt, die viel mehr auf diesen Invigorate Berserk Windplan waren. Ja, ja. So, und jetzt hast du halt den Removal drin, du bist ein bisschen slower dadurch wahrscheinlich, aber halt wesentlich konstanter. Ja, und jetzt ist es Mexican Standoff, ne? Jetzt ist es halt wer schlecht härter. Da ist, glaube ich, noch ein Brainstorm auf der Hand gewesen. Zwei Mana, Upkeep. Eis. Oder Feuer. Ich glaube, man hätte es feiern wollen. Ich glaube, das hat man vergeigt. Ich glaube, das hat man einfach vergeigt, indem man es in der Upkeep machen lässt. Oh no. Oh no, das könnte richtig, richtig fies jetzt werden. Dann tappt man den, glaube ich, jetzt. Wenn ich mich richtig erinnere, wo ich daneben stand. Yo, 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 das war vergeigt, weil man das nicht in seinem eigenen Zug gemacht hat. Oh no. Schade. Und diese Kleinigkeit kostet vielleicht das ganze Spiel. Da ist ein Landdrop. Der Inkmoth bekommt plus für Pendelhaven, plus für Dings. Das heißt, das ist ja schon 3. Ja, jetzt nicht mehr, außer man hat noch ein Land. Ja, ja, da war noch ein Fetchland auf der Hand. Und dann kriegt der für sich selber Hammer plus 5 errechnet, ne? Das heißt, der geht genau auf. Der geht auf 8. Ja. Alter, was ein fette Motte, ey. Ja, das ist ein absolut dicker Bieter. Zum Beispiel 2. Man könnte sogar hingehen und könnte das Pendelhaven zu Hause lassen. Zum Beschützen, ne? Man ja eh dann für 7 macht. Man kommt jetzt für 7 hauen. Und es ist ein Double im Biggen. Oh mein Gott. Das heißt, der Gegner greift jetzt an, dann im Biggen man. Und jo, im Biggen. Und selbst wenn der jetzt einen Pyrokinese hat, tust du einfach im Biggen drüber spielen. Ja. Genau. Also hier darf man sich nicht vertun, es wird nicht auf den Glitzer-Elf gespielt, sondern schon auf den fliegende Kreatur. Genau, da kommt Force-Trigger und auf den Trigger, es sind keine Handkarten, noch eine Handkarte noch drauf, noch ein Biggen drauf und bam, 7 Damage, Jupp. Lethal. Und es Point. Ist wirklich... Nicht übel, weil man eben das Fire and Ice nicht in seinem eigenen Zug gespielt hat. Eine Mini-Kleinigkeit, die das komplette Spiel entscheidet. Fuck. Krass. Und das ist doch schönes Magic. Das ist doch einfach schönes Magic, meiner Meinung nach. Und gibt's aber auch, glaube ich, nichts, was ihn retten kann. Nee. Er hat keine rote Karte auf der Hand. Dementsprechend macht das nicht viel. Und Wasteland wäre gut gewesen. Aber es ist es nicht. Wasteland wäre super gewesen. Ja. 2-1. Infect. Krass. Super, super, super krass, super schön. Oh, das wird gerade auch realisiert. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.